Herr Löw, was bedeutet für Sie die Rückkehr von Bastian Schweinsteiger? Und sind Sie umso froher, dass er noch dabei ist? Sie haben ja eben die drei Namen genannt, Mertesacker, Lahm, Klose, dass da eben einer aus der Generation noch als Führungsspieler dabei ist. Natürlich bin ich froh. Das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen in der Mannschaft, dass der Kapitän jetzt auch wieder mit an Bord ist. Zuletzt hat man ja auch bei Bayern gesehen, dass der Bastian wieder eine sehr, sehr gute Form hat, dass er da dort auch eine wichtige, ganz, ganz wichtige Führungsrolle einnimmt. Und das ist für eine Mannschaft natürlich schon auch immens wichtig, gerade wenn viele junge Spieler eben auch mit an Bord sind. Ich meine, bei der WM weiß jeder, wie er auch gespielt hat in diesen ganz großen Spielen, was er für eine Präsenz dann auf dem Platz eben auch hat. Und das ist für die Zukunft und für die nächsten Monate für uns schon auch enorm wichtig, dass er wieder da ist. Das ist eine persönliche Frage an dich. Was bedeutet es dir, jetzt wieder hier zu sein? Und hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, was es dir vielleicht bedeuten könnte, jetzt wirklich auch als Kapitän morgen die Mannschaft anzuführen und nicht nur morgen, sondern eben dann in den nächsten wichtigen Spielen? Ja, also erstmal ist es wieder schön, hier im Kreise von der Nationalmannschaft zu sein. Natürlich freut mich sehr, sehr nach, ich glaube, es war das letzte Mal, wo ich dabei war, war beim WM-Finale und jetzt wieder hier dabei zu sein, ist wunderschön. Als Kapitän natürlich, ja, es ist was ganz Besonderes. Natürlich ist es eine Ehre, aber auch eine Pflicht und ich hoffe, dass wir unsere Aufgaben als Nummer 1 der Welt erfüllen. Es wird für uns nicht immer einfach sein. Die anderen Mannschaften werden anders gegen uns Fußball spielen wie vielleicht gegen andere Nationen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber ich freue mich sehr darauf. Und du kehrst morgen auch nach Kaiserslautern zurück, auch ein besonderer Spielort für dich. Da hast du 2004 dein erstes Länderspiel bestritten. Spielt auch das jetzt irgendwo eine Rolle oder sagst du, das ist jetzt erstmal nicht in der Priorität ganz oben? Ja, natürlich hat man das im Hintergedanken noch, aber ist jetzt auch schon, sind auch ein paar Jahre her. Ich glaube, Lukas hat auch da an dem Tag das erste Spiel für die Nationalmannschaft gemacht. Aber letztendlich geht es morgen um ein Spiel, wo wir gegen eine Mannschaft spielen, die, glaube ich, nicht so einfach zu bespielen sein wird. Sie sind Asienmeister geworden, kommen mit breiter Brust hierher und wollen uns natürlich versuchen zu ärgern. Und es ist eine Herausforderung, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und es ist ein sehr guter Test, gerade auf Hinblick der EM-Qualifikationsspiele. Was denn die letzten Bilder, die sich so eingeprägt haben von dir im Deutschland-Trikot, waren ausgekämpft, ausgepowert und mit dem blutenden Gesicht und dem Pokal in der Hand. Was hat sich denn für Sie geändert mit diesem Moment in Rio? Ja gut, auf der Autogrammkarte steht halt noch ein Titel mehr, aber groß geändert nicht. Natürlich, ich war ein bisschen verletzt danach, brauchte mal eine Auszeit, um wieder jetzt da zu stehen, wo ich bin und es hat sehr viel Kraft gekostet durch die Weltmeisterschaft, aber es hat sich rentiert und ich denke, der Weg dieser Mannschaft, der ist noch nicht am Ende. Da kann noch was kommen und darauf blicke ich und auch die Mannschaft. Holger Schmidt, erste Reihe in der Mitte. Es ist ja Ihr erstes Spiel jetzt als offizieller Kapitän. Ändert sich dadurch irgendetwas? Haben Sie schon einen Einstand gegeben? Müssen Sie noch? Gibt es ein bestimmtes Ritual? Nein, gibt es nicht. Es ändert sich nicht viel. Ich bin ein Spieler, der denkt, es müssen 11 Kapitäne auf dem Platz stehen, um erfolgreich zu sein. Und das hatten wir, oder bei den Titeln, die ich geholt habe, war das so der Fall. Und da ändert sich nicht viel. Ich weiß von nichts. Ich erinnere ihn daran nochmal, Holger. Guter Hinweis. Bitteschön. Benny Hofmann vom Kicker. Herr Schweinsteiger, Sie haben ja in Ihrer Karriere auch schon viele Kapitäne miterlebt, auch Typen vom alten Schlag wie Oliver Kahn, sage ich mal. Gibt es da einen Spieler, einen Kapitän, den Sie sich besonders zum Vorbild nehmen? An wem wollen Sie sich da orientieren? An gar keinen. Ich glaube, dass ich die große Ehre hatte, unter vielen großen Kapitänen zu spielen. Und auch Trainer, aber von den Kapitänen konnte man sich immer was abschauen, von jedem. Jeder hat sein irgendwas
Also irgendwas Spezielles und davon versuche ich mir das abzuschauen oder habe mir versucht, das abzuschauen und versucht es auch weiterzugeben. Und natürlich ist es eine große Verantwortung, aber auch eine Herausforderung. Und gut, ich war jetzt schon das ein oder andere Mal Kapitän, jetzt ist es halt offiziell zum ersten Mal so, aber es ändert sich nicht viel.